Welcome to the Windsor and Royal Borough Museum. We tell the story of life in the Royal Borough with over 100 objects on display, ranging from the Stone Age to the present day. The museum is in the Windsor Guildhall, a historic Grade 1 listed building with important portraits of the royal family from Elizabeth I to Elizabeth II. Come on in. Der Royal Borough of Windsor and Maidenhead erhielt seinen königlichen Titel 1974 von Elisabeth II. Er ist der einzige königliche Bezirk außerhalb Londons. Windsor Castle ist das älteste und größte bewohnte Schloss der Welt und liegt inmitten des Windsor Great Park oder Großen Parks von Windsor. Die erste hölzerne Festung wurde hier 1070 von Wilhelm dem Eroberer errichtet. Sein Sohn Heinrich I. war der erste Monarch, der die Anlage als königliche Residenz nutzte. Der Royal Borough ist Heimat vieler weltberühmter Orte. Darunter das Elite-Internat Eton College, das von Heinrich VI. Als Wohltätigkeitsschule gegründet wurde. Die Pferderennbahn von Ascot, Veranstaltungsort der Rennwoche Royal Ascot, sowie die Eisenbahnbrücke in Maidenhead, auch bekannt als The Sounding Arch, die vom legendären britischen Ingenieur Isambard Kingdom Brunel gebaut und von William Turner in seinem berühmten Ölgemälde verewigt wurde. Die Guildhall von Windsor wurde von Sir Thomas Fitch entworfen und 1689 erbaut. Fitch verstarb vor der Fertigstellung. Möglicherweise wurde der Bau von Sir Christopher Wren abgeschlossen, einem der bedeutendsten britischen Architekten. Im Laufe der Zeit wurde das Gebäude immer wieder verändert. Im Moment stehen sie in einem Anbau, der 1829 fertiggestellt wurde. Schon vor Tausenden von Jahren ließen sich die ersten Menschen in der Region nieder, angezogen von der Themse und dem umliegenden, fruchtbaren Land. Archäologen haben Hinweise auf Siedlungen aus der Steinzeit und der frühen Bronzezeit gefunden. Zu den vielen Werkzeugen und Schätzen, die hier entdeckt wurden, zählen Feuersteine aus der Steinzeit sowie angelsächsischer Schmuck und Münzen. Im nahegelegenen Dorf Horton wurden die Überreste von 4 neolithischen Steinhäusern ausgegraben, die etwa 3700 vor unserer Zeitrechnung dort gebaut wurden. Und 2017 fand man nahe der Ortschaft Datchet die größte neolithische Dammanlage Großbritanniens, die etwa 5500 Jahre alt ist. Die zeremoniellen Objekte, die in der Anlage entdeckt wurden, lassen darauf schließen, dass es sich um einen Versammlungsort für verschiedene Stämme handelte, die dort gemeinsam feierten und Waren austauschten. Das älteste Objekt in unserer Sammlung ist ein 100.000 Jahre alter Mammutstoßzahn, der 1954 nördlich von Eatonwick gefunden wurde. Der Goldschmuck in unserer Ausstellung wurde vor über 3000 Jahren von kunstfertigen Schmieden geschaffen. Und der herrliche handgeschnitzte Geweihkamm ist rund 1000 Jahre alt. Die Region war Schauplatz zahlreicher bedeutender Ereignisse. Im Jahr 1215 besiegelte König Johann Ohneland auf einer Wiese nahe Windsor die Magna Carta. Diese historische Vereinbarung enthielt 63 Artikel zu Themen wie Recht, Freiheiten und Kirche. Die wichtigsten dieser Artikel regelten den Anspruch des Adels auf Gerechtigkeit und faire Gerichtsverfahren. Am 26. November 1783 wurde Schloss Windsor Zeuge der ersten Heißluftballon-Experimente in England. Georg III. Hatte den Schweizer Wissenschaftler Ami Argon eingeladen, einen kleinen Ballon mit Wasserstoff zu füllen und fliegen zu lassen. Am 2. März 1882 versuchte Roderick MacLean am Bahnhof von Windsor Königin Victoria zu erschießen. Sein Prozess fand hier in diesem Gebäude statt. Die ausgestellte Anklagebank wurde über Nacht für ihn gezimmert. Wegen Unzurechnungsfähigkeit wurde er nicht für schuldig befunden, verbrachte jedoch den Rest seines Lebens in einer psychiatrischen Anstalt.
Am 9. September 1911 fand der erste Luftpostflug in England zwischen Hendon in Nordlondon und Windsor statt. Der Pilot Gustav Hamel flog den Eindecker mit über 1100 Briefen an Bord, anlässlich der Krönung von Georg V. Im März 1947 verursachte eine plötzliche Schneeschmelze schwere Überschwemmungen im gesamten Gebiet. Allein in Maidenhead standen über 2000 Häuser unter Wasser. Die Menschen wurden per Boot versorgt. Bis heute ist die Region hochwassergefährdet. 1908 startete der Olympische Marathon auf Schloss Windsor und endete in London. Und bei den Olympischen Spielen 2012 fanden Ruder- und Kanu-Wettbewerbe auf dem Rudersee der Privatschule Eton statt. Windsor war und ist natürlich auch Schauplatz zahlreicher königlicher Ereignisse, darunter Hochzeiten, Staatsbesuche und Jubiläumsfeiern. Über 110.000 Menschen besuchten die Stadt am 19. Mai 2018, um einen Blick auf Harry und Meghan zu erhaschen, die nach ihrer Trauung in der St. Georgskapelle von Schloss Windsor in einer Pferdekutsche durch die Stadt fuhren. Im Laufe der Jahre haben sich viele bekannte Persönlichkeiten in der Region niedergelassen, darunter der Maler Sir Stanley Spencer. Sir Nicholas Winton, der kurz vor dem Zweiten Weltkrieg die Rettung von jüdischen Kindern aus der Tschechoslowakei organisierte. Der Musiker Sir Elton John und die Spice Girls. Boris Johnson und David Cameron waren Schüler am Eton College. Der zweifache Bürgermeister von Windsor, Charles Knight, und sein Sohn, ebenfalls Charles Knight, gründeten 1812 die Zeitung Windsor and Eton Express, die bis heute gedruckt wird. Charles Knight Jr. setzte sich dafür ein, öffentliche Bibliotheken und die Bildung der Menschen zu fördern. Feldwebel William Green ging mit 18 Jahren zum Regiment der Coldstream Guards und wurde zu einem lokalen Helden. Er kämpfte im Krimkrieg und erhielt zahlreiche militärische Auszeichnungen. Nach 21 Jahren in der Armee wurde er Wächter am berühmten Doppeltor im großen Park von Windsor. Margaret Oliphant Wilson war eine schottische Romanautorin und Geschichtsschreiberin, auch bekannt als Mrs. Oliphant. Sie war eine der Lieblingsautorinnen von Königin Victoria und verfasste über 120 Bücher, darunter Romane, Reisebücher und Literaturkritiken. Patrick Young Alexander war ein Meteorologe und Luftfahrtingenieur, der die Welt bereiste. Ab 1917 lehrte er Luftfahrt am Imperial Service College in Windsor und unterrichtete auch seinen späteren Berufskollegen Sidney Kemm. Sir Sidney Kemm gründete den Windsor Model Aeroplane Club, den Modellflugzeugverein, in einer Werkstatt im Garten seines Vaters. Er konstruierte das Jagdflugzeug Hawker Hurricane, das im Zweiten Weltkrieg in der Luftschlacht um England eine wichtige Rolle spielte. 1953 wurde er für seine Leistungen in den Ritterstand erhoben. Seit dem 18. Jahrhundert haben die beiden Kasernen von Windsor zahlreiche Regimenter beherbergt. Der Wachwechsel auf Schloss Windsor findet regelmäßig jede Woche statt. Mehrere Militärkapellen unterhalten Einheimische und Besucher mit ihrem zeremoniellen Pomp. Die Themse und die Eisenbahn verbinden den Bezirk mit der Außenwelt. Diese Transportwege sind für eine Vielzahl von Branchen und Gewerben von Vorteil. Brauwesen war ein wichtiger Industriezweig und Gerste eine der Haupterntepflanzen in der Region. Mit zunehmendem Tourismus in Windsor entwickelte sich auch der Einzelhandel zu einer bedeutenden Branche. Das Kaufhaus Cayley's, ein Familienunternehmen, wurde 1823 gegenüber der Guildhall eröffnet. Die Firma wurde zum Hoflieferanten für Waren und Dienstleistungen an das Königshaus ernannt. Heute gibt es über 100 Hoflieferanten in der Umgebung,
von einzelnen Handwerkern bis hin zu globalen Konzernen. Hierzu zählen der Teespezialist Darwell & Son und die Windsor & Eaton Brewery, die den Hof mit Bier versorgt. Der Safari-Park von Windsor öffnete 1969 und bot befahrbare Tiergehege, Vogelhäuser und kleine Fahrgeschäfte. Der Park schloss 1992 und wurde 1996 durch Legoland Windsor ersetzt. Wenn Sie die oberen Räume besichtigen möchten, fragen Sie bitte ein Mitglied des Museumsteams, ob dies heute möglich ist.